Hallo, das ist eine typische Situation. Es gibt noch eine Ecke bis zum Grün und dann gibt es das Grün, das sind noch 7 Meter bis zur Fahne. Und was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt den Ball vorher aufkommen lassen und ausrollen lassen, also den Chip and Run machen? Das ist höchstwahrscheinlich die sicherere Variante. Oder sollte ich den Ball bis zum Grün fliegen lassen, mit mehr Spin? Er sollte ein bisschen schneller liegen bleiben. Auf jeden Fall denke ich, dass wenn du dich nicht wohlfühlst, dass du den Chip and Run ausführen solltest. Dicht am Ball stehen, Schläge sehr aufrecht, Spitze berührt fast den Boden und ja, nur in 8 Uhr. 4 Uhr Schwung, Ball kommt vorher auf und rollt schön zur Fahne. Das ist wirklich sicher. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass du auch die zweite Möglichkeit machen kannst, ohne Angst dabei zu haben. Viele Golfer haben vor diesem Schlag mit dem Sandwich, ich habe meinen 58 Grad Sandwich, naja, sagen wir so, die haben sehr viel Respekt vor dem Schlag. Interessant, mein Chip-and-Run-Ball hat gewonnen. Ich denke, es ist notwendig, dass du auch diesen Schlag trainierst und ab und an einsetzt, wenn notwendig. Ich will nicht, dass du den Chip machst, weil du Angst hast vor diesem Schlag. Ich möchte, dass du beides kannst. Manchmal ist ein bisschen mehr Flug notwendig, je nachdem, wie die Bedingungen sind. Damit du dann mit Sicherheit kannst, möchte ich dir ein, zwei kleine Tipps geben, die wichtig sind. Bei solchen Schlägen ist es wichtig, dass du mit den großen Muskeln führst. Also das heißt, dein Rumpf, dein Körper, deine Schulter, deine Hüfte, die müssen führen. Ich kenne viele gute Spieler, also Profis, die an ihr Bäuche denken. Der Bauch führt, die drehen den Bauch. Ich sage immer wieder, dass man die Arme bei dieser kurzen Schläge an Körper bringen sollte und die sollen auch da bleiben. So ist es mehr körpergeführt, der Schwung. Aber, und das hört man nicht sehr oft, es ist notwendig, damit du wirklich knackigen Kontakt hast, dass die Hände dann auch mitmachen. Beziehungsweise, dass du sie gestattest, mitzumachen. Also mein Gefühl ist, ohne Handgelenk, aber ich weiß, dass meine Hände etwas mitmachen. So, wenn ich beim Ausholen mich drehe, dann spüre ich, wie der Schläger ganz leicht in den Händen sich bewegt. Also da wird leicht gewinkelt. Und jetzt ist sehr wichtig, was ich gleich sagen werde. Durch den Ball möchte ich die Hände wieder spüren. Und das muss passieren, wenn du den Schläger locker genug hältst. Wenn ich mich in die andere Richtung drehe, dann release ich den Schläger automatisch etwas. Minimal, aber etwas. Und das ist notwendig. Warum? Weil wenn ich zu fest halte und die Arme so strecke, dann kann es passieren, dass der Schläger hängen bleibt. Und dann fliegt er ein paar Meter. Das ist ein furchtbares Gefühl. So, damit du die Sohle besser benutzen kannst, ist es wichtig, dass du mit dem Körper führst. Aber du musst die Hände kommen lassen. Und meine Endposition ist eher so, nicht so. Ja, der war gut getroffen. Damit kann man leben. Okay, so ein gutes kurzes Spiel ist eine Kombination von Körper und etwas Hände, beziehungsweise Körper geführt mit lockeren Händen. Falls dieses Video dir was bringt, bitte abonniere diesen Kanal.